Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich muss noch einmal live gehen hier. Ich habe ja, ich glaube, vor einer Stunde war es, diesen Post hier gemacht, wo ich dich dazu einladen wollte, jetzt heute und morgen zu den Feiertagen immer ein bisschen Zeit für dich zu nehmen, mal ins Brainstorming mit dir zu gehen, um mal ja, dir so ein paar Notizen zu machen, was du denn bislang so in deinem Leben schon ganz toll gemeistert hast, um da so ein bisschen deinem Seelenplan näher zu kommen. Ich habe zwar schon gesagt, bitte, bitte, geh ohne Erwartungshaltung ran und dass jetzt gleich das so alles funken muss, also dass du gleich so die größten Erkenntnisse schon haben musst. Und da ist mir nochmal zu deiner Rückenstärkung auch eine Teilnehmerin gerade eingefallen, die schon ja, seit einer kurzen Weile bei mir in der Akademie ist, wo es ja dann darum geht, den Seelenplan nicht nur zu entdecken, sondern ihn auch zu leben, also auch ja, seinen Seelenberuf daraus entstehen zu lassen und sehr gutes Geld eben auch zu verdienen. Und ich kann mich gut erinnern an unser allererstes Gespräch, wo ich ihr eigentlich schon gesagt hatte, das ist genau dein Thema, aber sie konnte es nicht annehmen. Und jetzt hat sie hier beim Lebensfreude-Transformationsretreat Tag für Tag, wie alle anderen auch, aber sie fiel mir in dem Kontext jetzt gerade nochmal ein, so riesen Schritte gemacht. Der ist jeden Tag, mit allen eigentlich hier, so vieles jeden Tag quasi wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann war sie hier so als absolute Krönung, sie hat sich dann diesem Thema, was ich ja jetzt zu Beginn auch schon gesagt hatte, als wir uns kennenlernten, als sie zu mir in die Akademie kam, sich dem Thema schon mal so ein bisschen genähert. Aber dann hatte sie hier noch eine Begegnung mit einem Brahmanen und der hat ihr dann sinnigerweise genau das auch nochmal gesagt und hat ihr sogar zwei Mantren auf den Weg gegeben, die ich ihr auch schon sinngemäß so gesagt habe. Es war fast der gleiche Wortlaut. Und jetzt hat es dann absolut Klick gemacht und jetzt startet sie sowas von durch. Jetzt ist sie wirklich unaufhaltbar mit ihrem Seelenberuf. Und das hat jetzt einfach so sein sollen, dass es ein bisschen Zeit gebraucht hat und jetzt war dann einfach der Zeitpunkt da. Alles, was bislang so die letzten Wochen war, das waren einfach die Wege dahin. Und deshalb nochmal so als Inspiration für dich, wenn du jetzt wirklich dir heute und morgen mal Zeit nimmst und dir mit dir mal ins Brainstorming gehst und dir mal notierst, was dich einzigartig macht, was du in deinem Leben schon wunderbar gemeistert hast und da so ein paar Schwerpunkte, so quasi den roten Faden ein bisschen herausfindest. Du wirst deinem Thema, was dich ausmacht, was dein Seelenberuf ist, deinem Seelenplan, deinem Herzen entspricht, du wirst dem definitiv näher kommen. Doch bitte ohne Erwartungshaltung, dass das dann am Montagabend schon direkt so zack zu 100% klar sein muss, sondern geh da so ein bisschen schwanger damit und dann, wenn du dich immer wieder damit beschäftigst, du wirst die Klarheit bekommen. Auf jeden Fall, das verspreche ich dir. Okay? Ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem wunderschönen, warmen Bali zu dir. Bis dahin, ciao, viel Freude bei deiner Osterüberraschung. Tschüss.